Hallo, grüß euch nochmal. Um es gleich zu sagen, ich habe hier keinen Haufen Mist oder einen Haufen Dreck in die Welt gebracht, sondern immer alles in die Kristallschwingung gebracht, um das Ergebnis dann versucht, anderen Menschen dann auch irgendwie nahe zu bringen. Zumindest mache ich das dann in ein paar Monaten, seit ein paar Jahren. Seit 8 Jahren, um genau zu sein. Wisst ihr, es macht gar nichts, auf einem Entenhof geboren worden zu sein, wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat. Das ist so, das geht so zum Ende aus dem Märchen, das hässliche junge Entlein, so endet das Märchen. Wenn du dich noch so erinnerst, das hässliche junge Entlein sah etwas hässlich aus am Anfang. Ein Schwanenküken ist niemals besonders hübsch am Anfang. Aber es wurde überall im Entenhof gepufft und getreten, weil es eben nicht so anders und weil es eben nicht so aussah wie die anderen. Und hatte eine wirklich blöde Zeit, durch den Winter zu kommen. Aber anschließend war es selbst ein stolzer, weißer, wunderschöner Schwan. Und sogar der schönste von allen. Es macht gar nichts, auf einem Entenhof geboren worden zu sein und sein Leben, ehrlich gesagt, sehr beschwerlich zu beginnen. Wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat. Mit anderen Worten, du liegst in einem Schwanenei. Du bist oder hast in einem Schwanenei gelegen. Du fängst an, aus deinen Gedanken Kristallenergie zu machen. Und somit alles wunschgemäß hervorzubringen und auch vorzufinden, wie du es haben möchtest. Aber dazu brauchst du eben die Kristallenergie. Alles hat seinen Preis, sagen wir. Und das stimmt. Alles, was du vorfindest, hängt von der Menge deiner Kristallenergie ab, die du auf deinem Konto hast, wenn du so willst. Und da können wir doch mal gleich bei unseren Meckertanten anfangen. Und von unseren aufrichtigen, also denen, die von deren Stimmung vor Empörung, aufrichtige Empörung nur so trieft. Was bringen die denn in die Kristallschwingung, um das Leben vorzufinden, was sie haben wollen? Ich hörte, dass eine Partei gegründet worden ist und deren Gründerin oder eine Mitbegründerin möchte so gern die Reichen besteuern für die Armen. Ach ja? Was bringt sie denn in die Kristallschwingung, damit alles in Ordnung ist? Und damit die Leute, die ihr zuhören, das auch begreifen? Sie ruft zu Spendenaktionen auf, habe ich gehört. Man fragte denn nicht die Reichen? Tja, hier sind einige vor einer echt blöden Situation oder stehen vor einer echt blöden Entscheidung. Man muss irgendwie erkennen, ich finde nur das in meinem Leben vor, gemäß der Energie, die ich hervorgebracht habe. Und erzählen mir nicht, dass die Menschen zu blöd sind, das zu begreifen. Das begreifen sie sehr wohl. Aber es ist bequemer, es nicht zu begreifen. Eine Frau Merkel hatte es als Bundeskanzlerin nicht sehr leicht. Die musste nämlich das alles austarieren und versuchen, den Schaden, der sich schon abzeichnete, irgendwie halbwegs zu begrenzen. Und dabei alles irgendwie auszutarieren, damit das halbwegs gut verläuft. Ich kann mich an einen Kabarettisten erinnern, ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist. Der Herrn Priol, der sich aber so herzlich gerne darüber lustig macht oder so, von Herzen gerne, dessen Stimme troff vor aufrichtiger Empörung, was da Frau Merkel nun gemacht hat. Ach, was war das alles schlimm? Darf ich fragen, was ein Herr Priol, ein Herr Obern Priol in die Kristallschwingung gebracht hat? Niente. Nichts. Rien. Nothing. Und wie bitte möchtest du begründen, dass du in deinem Leben alles gut vorfinden willst, ein Anrecht darauf hast sogar, ein Recht darauf hast, glücklich zu sein, ich habe doch wohl ein Recht darauf, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Darf ich fragen, was du alles in die Kristallschwingung gebracht hast, um ein gutes Leben vorzufinden? Das gilt jetzt nicht gerade für die, die mir schon etwas länger zuhören und die bereits dabei sind. Aber es gibt ja sehr viele Menschen, die sich darüber lustig machen oder so tun, als hätten sie das nicht gehört. Aber sehr wohl sich auf Demonstrationen wiederfinden, gegen was weiß ich was, gegen alles Mögliche demonstrieren. Sie demonstrieren eigentlich gegen sich selbst. Sie demonstrieren gegen die Umstände, die sie und ihr eigenes Denken selbst hervorgebracht haben. Kein Wunder, dass ich ein wenig sehr schnippisch werde. Und auch ungehalten. Weil mir ehrlich gesagt dieses Gefase allmählich ziemlich auf den Wecker geht. Und auch die Frechheit, mit der einige Menschen herumtönen, auch wir haben ein Recht auf ein glückliches Leben. Ach ja, warum denn das? Was ist denn da eine Kristallschwingung in deinem Leben?
Es wird höchste Zeit, dass wir das begreifen. Irgendwann ist die Kinderzeit vorbei. Das heißt nicht, dass wir dann anfangen müssen, um uns zu prügeln. Auf keinen Fall. Wir sind keine Tierbabys, die sich dann, wenn sie dann Spieler sind, so Tierbabys, so Katzen, auch so Leopardenkinder oder Gepardenkinder oder so, wenn die dann spielerisch miteinander balgen oder so, dann bereiten sie sich ja eigentlich mehr auf das vor, was sie dann als Ältere auch wirklich tun werden. Nur, ich bin kein Tierbaby. Meines Wissens habe ich die Möglichkeit zu denken. Und solange ich denke, ich drehe immer in mir selbst und um mich selbst und drehe so rum und drehe mich immer wieder in mir selbst, dass ich dann auch logischerweise mein wirklich übergroßes Reservoir an Kristallschwingung vorfinde, dann geht das, dann klappt das auch. Ich hatte das vergessen, vor ein paar Tagen hatte mich jemand geschrieben oder hat jemand als Kommentar geschrieben, bei den 5 Tibetern hat das auch gestanden. Die drehen immer, und da hieß es dann auch immer von links nach rechts, die drehen sich immer um sich selbst, damit alles Schlechte sie verlässt. Ja, das ist genau das, was ich hier auch sage. Ich kannte die 5 Tibeter gar nicht. Aber dass man sich immer um sich selbst dreht und dann logischerweise immer mal rechts rumdreht, nehme ich mal an, dass es dann natürlich so ist. Aber ich glaube, es geht auch, wenn du andersrum drehst. Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig, daran zu denken. Hauptsache ist doch nur, dass du in dich selbst wieder eindrehst. Damit ich alle Schlechte verlassen kann. Und das ist ja nicht schwer, in seinen Gedanken zu bewegen. Was hindert dich denn daran, zu denken, ich drehe in mich selbst und um mich selbst und in mir selbst und immer um mich selbst und immer um mich selbst herum? In mich, in mir und um mich selbst herum. Ja, da kann ich Schlechtes mehr an dir verhaften. Das ist aber dumm für diejenigen, die so gerne auf das Schlechte herummotzen wollen. Das ist aber blöd. Kann ich ja niemand mehr kritisieren, oder? Doof. Schon möglich, dass es doof ist. Es ist nur die Wahrheit. Warum wollen wir es noch leugnen? Warum wollen wir es denn noch leugnen? Weil es uns Spaß macht, ein ganzes Volk zu gängeln. Weil es uns Spaß macht, immer mitzubrüllen. In der ersten Reihe zu stehen, wenn es darum geht, gegen irgendwas zu protestieren. Ich denke mal, die Zeit vorbei ist vorbei. Vorbei, vorbei. Wenn du so gerne protestieren möchtest und wenn du so gerne für deine Rechte kämpfen möchtest und wenn du so gerne für deine Rechte demonstrieren möchtest, dann geh zurück ins 20. Jahrhundert. Oder ins 20. Jahrhundert. Da tat man das noch. Und dich verlässt wirklich alles Schlechte und das kann einige körperliche Reaktionen erstmal hervorrufen, das ist zwar richtig, aber trotzdem, du musst da raus. Komm aus diesem ganzen Müll da jetzt raus. Und das kommst du. Befreit und frei und ohne irgendwelche Mist anhacken, wenn du dich immer frei drehst. Das ist eine blöde Nachricht für alle, die so, sagen wir mal, so gerne beten für das. Ach ja, Christus kommt und befreit mich. Ja, was glaubst du denn, was Christus tut? Der dreht dich so schnell um dich selbst, dass du dich natürlich frei drehst. Er gibt dir vielleicht einen kleinen Schubs. Aber drehen musst du. Und zwar um dich selbst. Du stehst immer mit dir in Verhandlung. Das ist gar keine Frage. Du kannst auch zu deinem Höchsten selbst gehen und sagen, hör zu, ich habe es ja verstanden, aber kannst du das bitte so portionieren, dass ich das gut schaffen kann? Sozusagen auf Raten, die gut zu schaffen sind. Aber bitte bedenke immer daran, oder denke immer daran, dass du alles in deinem Leben so vorfindest, wie es deine eigene Energie hervorbringen kann. Du kannst um alles bitten. Man wird dir immer geben, was du verlangst. Also, oder wenn sich denn in deinem Inneren ein Wunsch formt, das hätte ich aber gerne, wird sich das, was du so gerne hättest, auch wunschgemäß in deinem Leben einstellen, wenn denn deine Energie klar genug ist. Und nicht, wenn sie das nicht ist. Eine moorige, verstrüppte, verkleisterte Energie kann nun mal nicht viel Gutes hervorbringen.
Und du hast auch nicht im Sinn, dir sofort immer alles zu geben, was du gerne möchtest. Denn erstmal wirst du ein Meister darin, das alles wieder zu reinigen, was da mal liegen geblieben ist. Und darf ich fragen, was daran bitte eine Zumutung sein soll? Ich gebe ja zu, dass ich nicht gerade sehr freundlich bin in einigen Fällen, aber andererseits geht mir das Geschrei auch ziemlich auf den Wecker. Ich meine, es erinnert mich vielleicht zu sehr an mich, weil ich früher sicherlich auch mal so geschrien hatte, aber da wusste ich es noch nicht. Aber eines ist sicher, als ich es begriff, hörte ich sofort auf zu schreien. Wetter dagegen, wenn noch etwas auftaucht, was ich nicht haben will, weil das mit mir keinen Bezug mehr haben kann. Und einige, was so früher noch da war, das hat manchmal immer noch die Tendenz, sich an einen festklammern zu wollen. Und bei mir ist das noch so. Da versuchen einige noch irgendwie sich an mich zu klammern und auch Mensch, und bleib hier und Hilfe und hilf mir hier raus oder sonst irgendwas. Ich meine so mehr in meinem näheren Umfeld, wo ich also auch sage, Schluss aus hier. Das war ein bisschen zu fett, was man mir damals geboten hat, als dass ich heute noch sagen würde, ach Gott, du Armer. Dem hau ich eher auf die Finger. Er muss seine Fingerchen ja nicht bei mir deponieren. Also ich meine, er kann ja auch woanders hin. Auch wenn es ihm da, wo er dann hin könnte, nicht gefällt, das kann schon sein. Aber sich da an mich zu klammern, nur weil man sagt, ja, waren doch mal früher so gute Freunde und wir waren doch mal, Mensch, wir waren doch mal Verwandte oder wie auch immer, ja, na und? Auf sowas kann man sich auch wieder rausdrehen. Kein Satz war euch gefährlicher wie der Satz, du sollst Vater und Mutter ehren. Wenn sie dir lauter Mist in dein Leben gebracht haben, dann hör eben auf, dann schlag in die Tür von der Nase zu. Und wenn sie dir lauter Mist beigebracht haben, ja, dann, ja, sorry, an dir lag es ja nicht. Also jetzt sagst du eben nein. Ich kann mich an eine, pardon, Bibelpredigerin erinnern, die ja immer wieder davon erzählte, dass ihr Vater sie äußerst schwer missbraucht hatte als kleines Kind schon. Ich glaube, die hat auch lange gebraucht, bis sie begriffen hat, dass das Leben auch schön sein konnte. Und als das dann, da war sie Anfang 20, als sie begriff, dass das auch anders gehen könnte, und das ging ja nur mit einem Gottglauben daher, und sie betet ja auch immer mit ihrer Bibel rum. Naja, nach 20 Jahren solcher Attacken, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre, denn das habe ich nicht erlebt, auf keinen Fall. Aber sie erzählt heute, also sie ist ja nun auch weit über, sie geht, glaube ich, schon über 80. Da kam ich aber an eine Predigt, wo sie dann sagte, sie hatte ihre Eltern bei sich aufgenommen. Wie bitte? Ja, Gott hat ihr das gesagt. Gott hat ihr gesagt, dass sie ihren Vater pflegen soll. Ach, ich kann dir eins verraten. Bei mir hätte er keine Sonne mehr gesehen. Er muss ja auch nicht in meinem Leben sein, auch nicht in meinem Raum. Also entschuldige bitte, ich wünsche ihm nicht, also ich würde ihm nicht die Pelzaneins wünschen. Also wer immer mir früher mal nicht gut gesinnt gewesen ist, also bitte, kein Thema, ist seine Sache, das ist aus meinem Raum draußen. Und wie es ihm dann geht, ist mir scheißegal. Aber so weit kommt das noch, dass ich meine früheren Peiniger oder wie auch immer da bei mir noch freundlich willkommen heiße, nur weil es mir jetzt wieder gut geht. Und damit die mir das dann wieder kaputt hauen? Ich drehe hier gerade meinen Raum frei und bevölkere sie nicht mit solchen Idioten. Bevölkere ihn nicht mit solchen Idioten. Das ist eine ziemlich harsche Ansage für viele und für einige echt fett. Andererseits, was hast du denn erwartet, wie das Ganze da aussieht? Als ich vor ein paar Tagen gesagt hatte, erwarte doch nicht, dass im Himmelreich da der Himmel voller Geigen ist. Also Moment mal, zunächst einmal hängen da Kreisel und die drehen sehr scharf um sich selbst. Die werden da Kreissägen. Die zersägen erstmal alles, bevor es anfängt, andere Menschen zu bekümmern oder zu belasten. Und wer da ankommt mit einem, was weiß ich was, mit einem Sack voller Steine auf dem Rücken, ja, da wird er wohl zusehen müssen, dass diese Steine zerkloppt werden, damit es keine Belastung mehr darstellt. Wer wagt nun zu sagen, dass das so eine Fantasterei oder Träumerei ist? Hast du schon mal mitgemacht?
Wer immer hier ankommt und sagt, ach, das ist ja alles nur versponnenes Zeug oder sowas. Ach ja? Wie viel hat er denn in die Kristallenergie gebracht? Und warum versucht er es nicht einmal? Nur so als Spaß. Sehr Späßeken. Du kannst es ja mal spaßeshalber ausprobieren. Und dann sollst du mal sehen. Sich frei zu drehen hat immer den Erfolg, dass man anschließend frei ist. Wie ungemütlich das am Anfang auch sein mag. Es ist ungemütlich, es ist keine unzumutbare Geschichte. Du mutest dir nie mehr zu, als du ertragen kannst. Das gilt auch für deine zwischenmenschlichen Kontakte. Es gibt vielleicht Menschen, die haben, also die hatten vielleicht mit ihrem Gefährten nicht allzu viel Glück und vielleicht haben sie auch einen Liebhaber und der ist dann nur alle paar Wochen mal da oder irgendwie so etwas. Das muss ja nicht schlecht sein. Immerhin geht er dann nicht mit seinem Alltagskram auf den Wecker. Das ist ja schon mal was. Doch denke daran, dass du immer zuerst kommst. Du bist dir selbst die Nächste. So nett das auch sein mag, seinen Geliebten hin und wieder mal zu sehen. Ansprüche auf dich hat er nicht. Du an ihn auch nicht, aber das ist auch egal. Er lebt dann beide ein sehr ungezwungenes Leben, was er in der Zwischenzeit macht. Das kann dir ja völlig egal sein. Für dich ist er hin und wieder mal so eine Vitaminspritze, so ein Aufmunterer. Und das ist dann auch immer wieder ganz gut. Aber dann kannst du dich auch wieder bei dir selbst sammeln. Und zu dir selbst möchtest du ja bitte kommen. Ich weiß nicht immer, was diese Verhöre sollen bei Liebespaaren. Wo warst du? Hast du eine andere? Hast du einen anderen? Du warst mir doch gar nicht treu oder so, betrügst du mich? Das ist völlig absurd. Die Frage alleine ist schon bescheuert. Keiner kann einen anderen betrügen. Also entweder ist man gerne mit jemandem zusammen und bleibt dann auch bei ihm oder man ist es eben nicht und geht dann davon weg und kommt nur wieder mal wieder zurück. Wo ist das Problem? Das Problem war, dass wir allen Ernstes geglaubt haben, dass wir an einem anderen Menschen Ansprüche anmelden können. Das können wir aber nicht. Den einzigen Anspruch, den wir stellen können, wäre an uns selbst. Selbst der Mann, mit dem du schon seit 30 Jahren zusammen bist und führt also ein vorbildliches Eheleben sozusagen, selbst dieser Mensch ist nicht mit dir, also an dich gebunden. Er ist freiwillig mit dir zusammen, weil er diese Beziehung mit dir als bereichernd empfindet. Aber wenn dieser Mensch zum Schluss kommt, das ist es doch nicht für mein Leben, dann wird er weggehen. Und sollte ein Mann der Meinung sein, er muss seine Frau verprügeln, damit sie bei ihm bleibt. Der sieht keine Sonne mehr. Lange Zeit nicht. Ja, aber die Frau, die verprügelt wird und nichts dagegen tut, auch nicht. Und ich denke, wir leben in einem Land, wo es durchaus möglich ist, seine Koffer zu packen. Irgendwann muss es ja mal möglich sein. Und dann abzuhauen. Und dann nicht, ja, aber wegen der Kinder geht das ja nicht. Und wieso geht das wegen der Kinder nicht? Ich glaube, so ein Ernstes, die Kinder fühlen sich wohl in einem Familienhaus, wo der Vater die Mutter verprügelt. Oder wo sein Vater ist als Recht heraus, dem seine Frau zu verprügeln, damit die Mädchen auch ganz genau wissen, also seine Töchter also, ganz genau wissen, was ihnen später blüht. Soll das ein Witz sein? Ja, ein schlechter. Seht ihr, er versucht ja so sehr, dir alles zu integrieren. Ach ja? Und wie viel bringt ihr dabei in die Kristallschwingung? Es war, glaube ich, Frau Roth von den Grünen, die ja der Meinung war, sie musste alle integrieren. Was hat die denn in die Kristallschwingung gebracht? Glaub mir, ich habe ziemlich harsche Töne für so etwas. Und wenn es sich allmählich sich zuziehen würde, ich weiß deshalb gar nicht, was in der Welt los ist, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so lustig. Ich habe es vorgezogen, mir die Nachrichten bis auf Weiteres zu verkneifen. Und kriege das nur so aus dem Web informiert und sowas mit, also nur ganz kurz. Also ich dachte schon, dass da nichts Gutes vorauskommt. Aber wir könnten jetzt dafür sorgen, dass alles in die Kristallschwingung kommt. Sofort. Die Zeit, Jesus Christus um Vergebung anzuplären, ist vorbei.
Wenn du es immer noch willst, geh zurück ins 17. Jahrhundert. Ich möchte aber noch ein Wort der Warnung aussprechen. Im 17. Jahrhundert kannte man keine Zentralheizung. Das fließende Wasser war auch nicht heiß. Also wir hatten keine Wasserqualität war auch nicht immer so gut. Und von McDonald's konnten die Menschen nur träumen. Ein Pluspunkt. Also bitte achte sehr gut darauf, was du dir zumutest. Achte sehr gut darauf. Und bringe alles sofort in die Kristallschwingung, ganz egal, was es ist. Damit es zur Kristallenergie wird. Und dann kannst du anfangen, deine Ansprüche anzumelden. Nicht vorher. Das ist das Problem, was wir, was unsere Freiheitskämpfer und unsere Menschenrechtler und was weiß ich was alles da, vor dem die alle stehen. Das hört sich so gut an, ne? Für die Menschenrechte zu kämpfen, für die Frauenrechte zu kämpfen und für die Rechte der Entrechteten zu kämpfen und so weiter. Oh, das hört sich toll an. Fernsehsendungen. Irgendwie so ein Teufel kämpft für ihr Recht oder was weiß ich was alles. Rechtsanwalt. Oh ja, das werden doch Menschen gerne. Ja, wir werden gerne Anwälte. Oh ja, yeah, das kann ich mir vorstellen. Was brachten denn unsere Anwälte in die Kristallschwingung? Was bringen unsere Staatsanwälte in die Kristallschwingung? Was bringen unsere Verfassungsrichter in die Kristallschwingung? Was bringen die Menschen generell in eine bereinigende Energie, damit das Leben hier gut laufen kann? Ach ja, das war, ach das, doch, ja, nee, das geht nicht. Das ist ja nicht intellektuell genug. Das ist ja nicht wissenschaftlich so gar nicht bewiesen. Nein, aber dein Leben schmiedest dir aufs Brot. Und glaub mir, das frisst du. Da ist die Meldung ja nur raus. Erbarmen. Zu spät. Die Meldung ist raus. Und es wird höchste Zeit, dass die Menschen das verstehen. Es tut mir leid, ich war auch schon mal besser drauf, oder nicht, das ist nicht wahr. Ich bin eigentlich immer ganz vergnügt, aber ich fand doch, dass es die Menschen begreifen müssen. Und mir ist auch klar, dass ich die Menschen nicht dadurch überzeuge, dass sie andauernd hier vor mich hinkichern oder sowas. Aber ihr müsstet das verstehen. Ich möchte euch bitten, meinen harten Ton jetzt gerade eben nicht wenig übel zu nehmen, aber ihr müsst verstehen, was hier für einige Menschen auf dem Spiel steht. Wenn die Menschen nicht bekommen, was sie wollen, oder es nur sehr schwer bekommen, dann liegt das eben daran, dass ihre Kristallenergie noch nicht so rund läuft. Und dass noch sehr wenig in dieser besagten Kristallenergie ist. Wenn es eine Kraft gibt, die alles kaputt macht, dann gibt es auch eine Kraft, die alles reinigt. Und wir wissen doch, dass Wut und Zorn, Enttäuschung, Trauer, Heulen, was weiß ich was, alles und Anklagen und was weiß ich was, Schuldgefühle einen Menschen bis zum Gehtnichtwasser was zerfleddern können. Da muss es auch eine Kraft geben, die alles wieder repariert. Ist das Einzige, was du drauf hast, Christian Ehring zu lauschen von Extra 3? Ist das alles, was du kannst? Ist das alles, was die Menschen können? Einen lächerlichen Heute-Show-Verschnitt da zu sehen, wo die Kandidaten genauso blöde sind wie das, was sie berichten? Es ist leicht, sich über etwas lustig zu machen. Sehr leicht. Es ist leicht, den Finger auf die Wunde zu legen. Das gilt ja heute als so schick. Ach ja, nicht? Also ich mache auf das Unrecht der Welt aufmerksam. Ach ja? Wieso siehst du das? Stehst du direkt daneben? Ja. Was hast du getan, um nicht daneben zu stehen? Oh. Ja. Oh. Tja. Frau Wagenknecht ist, glaube ich, mit einem Mann verheiratet, der so gut und gerne auf die 80 zugeht, wenn ich das richtig errechne. Oh, ich nehme an, dass ihr Mann andere Sorgen hat zurzeit. Ich an seiner Stelle hätte sie.
Denn wenn ich 80 Jahre alt werde oder auf die 80 zueile, dann ist es nicht leicht, sich auszurechnen, dass das Leben wohl in Kürze vorbei ist. Also was heißt in Kürze, aber nach einigen Jahren ist das dann wohl erstmal perdu. Irgendwann kommt man ja zum Sterben. Was dann? Na, himmlischer Frieden erstmal, da schon. Aber wenn wir ins Leben zurück wollen, dann fange ich von genau der Startvoraussetzung an, wo ich mein Leben verlassen habe. Und jetzt guck dir mal das Leben von den Menschen an. Und jetzt gucke dir dein Leben sehr gut an. Wo stehst du jetzt genau? Die anderen Menschen sind nicht allzu wichtig. Die sind gar nicht wichtig. Was wichtig ist, ist die Energie, die sie in dein Leben bringen. Bist du in der Lage, das alles zu reinigen? Schaffst du das, das alles so sorgfältig aufzuteilen, dass du das, okay, jetzt nicht alles, das ist jetzt nicht so wichtig, das kommt später. Aber jetzt reinigen wir erstmal so viel, dass wir einfach ein gutes Fundament der Kristallenergie bei uns haben, dass das Leben wieder einen angenehmen Ton und einen angenehmen Klang hat. Das müsst ihr wissen. Ich glaube doch nicht allen Ernstes, dass ein anderer als ihr selber für euer Leben verantwortlich ist. Ich habe eigentlich nicht so ernst mit denen gesprochen, die meine Worte schon etwas öfter hören und schon mehr als begriffen haben, worum es geht. Also dann würde ich niemals so scharf mit dir reden, auf keinen Fall. Aber es geht eigentlich an die, die es noch nicht kapiert haben. Und sich gar nicht genug tun können, sich über andere Menschen aufzuregen. Ich hoffe, dir ist klar, an was für eine Energie du dann sitzt. Tja, das musst du verstehen. Ich hoffe, dass es dir klar ist. Und ich denke mal, die Vorgehensweise zu sagen, ich drehe mich immer in mir selbst und ich drehe immer um mich selbst herum und natürlich, meine Gedanken bringen alles in die Kristallschwingung, sodass die Kristallschwingung meine Energie wieder so reinigen kann, dass es wieder zur Kristallschwingung wird. So schwer ist das ja nicht zu verstehen. Das könnte ein achtjähriges Kind könnte das begreifen. Und wo stehen die Menschen, die das nun kritisieren und die sagen, nein, das geht nicht? Wo stehen sie? Und wie werden sie wohl morgen sein? Gute Frage. Eine Frage, die ich nicht beantworten muss, aber ich hoffe, dass du dir da halbwegs einen Reim drauf machen kannst. Ich wünsche es dir. Ich wünsche es dir sehr. Alles Gute.